So könnte die sichere Zukunft der E-Mail aussehen. Nachrichten per Flaschenpost. Keine Spionage mehr möglich? Die NSA-Diskussion hat den weltweit größten Hacker-Kongress erreicht. Die Ruhrpost ein launiger Denkanstoß für eine sichere digitale Zukunft. Wie kann ich meine E-Mails verschlüsseln? Wie kann ich sicher kommunizieren? Wie kann ich verhindern, dass ich an jeder Stelle abgehört werde? Der Chaos Communication Kongress ist inzwischen eines der größten Hackertreffen weltweit. Die Eröffnungsrede hielt via Schaltkonferenz der britische Journalist Glenn Greenwald, der als erster die Dokumente von Edward Snowden veröffentlichte. Der NSA-Skandal und seine Folgen, das beherrschende Thema unter den mehr als 8000 Teilnehmern. Die Hacker und die computeraffinen Menschen wurden jahrelang als Spinner und vielleicht auch so ein bisschen als Paranoiker bezeichnet. Jetzt in den Tagen hat sich herausgestellt, dass alles tatsächlich wahr sind. Lösungen fallen auch der Hacker-Szene nicht in den Schoß. Daher diskutieren sie hier Tag und Nacht über neue Techniken, aber auch über Missgunst und Vertrauen. Klar ist nur, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wenn jetzt schon die wichtigsten Infrastrukturen, die grundlegende Struktur des Internets, die von Staaten betrieben wird und von Staaten eigentlich protektioniert werden muss, unterlaufen wird, dann ist es Zeit, einfach auch das gesamte Gerüst, das gesamte technische Gerüst des Internets komplett neu zu denken. Die Wiedergeburt der Flaschenpost wird das sicher nicht leisten können. Dennoch, das zeigt der Chaos Communication Kongress, die Fachwelt arbeitet an neuen Kommunikationswegen, an vielleicht abhörsicheren.